Servus, meine lieben Kaninchen, zusammen herzlich willkommen zurück zur nächsten abgespaceden zukünftigen Runde von Pflanzenwelt Story 2. Im letzten Part haben wir mit der Unendnuss einen endgeilen Schutzschild aufgebaut, haben das Vergrößerungsgras erhalten, eine richtig übermäßige, saumäßig starke Pflanze und haben einige Level hinter uns gebracht. So, und wir haben jetzt Level 18 vor uns, mit dem es weitergeht. Wir werden es, denke ich mal, nicht bis zum Ende schaffen, aber ich arbeite daran. So, und was ich euch sagen muss: Erstens mal, ich habe im Zen-Garten einige unserer Verstärkungen aktiviert. Einmal hier. Und da kommt schon wieder Benny die Biene. Den werden wir direkt gleich mal nehmen. Genau, der kann das hier schon mal machen. Und wir pflanzen hier noch eine Pflanze im Zen-Garten. Gucken wir, was hier kommt. Ich habe hier die Verstärkung nämlich geholt für unsere Pflanzen hier. Und das ist die Unendnuss. Also da Verstärkung ist total geil. Genau. So, das ist schon mal eine Sache. Zum anderen, Freunde, was ich euch jetzt auf alle Fälle schon mal zeigen werde: Wir haben es wieder. Wir haben 102 Edelsteine. Und jetzt möchte ich von euch wissen, im nächsten Part, und das gehen wir jetzt mal ganz schnell durch, bevor wir direkt weiter starten: Welche Pflanze kaufen wir uns denn mit den 100 Edelsteinen? Also beim letzten Mal war das ja die Lenkdistel, die wir hatten. Diesmal haben wir zur Auswahl Jalapeno, Matschkürbis, also unser guten Gumbel, das Schrumpffallschirn, den Hypnopilz, den Harrykohl, der auch gut ist, die Lava-Guave, die ist auch geil, die Erbsnuss, finde ich persönlich, was mein Favorit ist, der Elektro-Bissel und das Kiwi-Beast, den ich auch total geil finde. Ihr könnt euch jetzt Gedanken machen bis zum nächsten Part, welche Pflanze wir kaufen werden, und dementsprechend werde ich auch handeln, weil beim letzten Mal habt ihr mich eigentlich nicht enttäuscht. So, und das war's jetzt schon mit der Runde. Wir starten jetzt weiter mit Level 18. Denkt immer dran, Leute, ich bin euer Kater Supreme. Lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar. Und abonniert den Kanal, falls ihr immer aktuell sein wollt. Entweder auf dem Wasserzeichen oder am Ende des Parts in der Mitte. Oder schaut mal vorbei. Gibt noch andere Videos, die wir sehen können. Würde mich sehr freuen. Und wir starten. Zack, ab geht's in Level 18, Freunde. So, mal gucken, was die ferne Zukunft für uns bereitet wieder. Und ich habe schon richtig die Arschkarte gezogen. Produziere mindestens 6000 Sonnen. Das ist ekelhaft. Das heißt, ich werde hier mal ein bisschen auf die Felder gehen und wir haben, wir haben die geballte Macht der Tech-Zombies, Alter. Okay, das ist schlecht. Gut. Ich nehme die Sonnenblumen mit. Ich nehme die Doppelsonnenblume mit. Das brauchen wir auf alle Fälle mit den stylischen, futuristischen Brillen der Zukunft. Freunde, kauft euch eine. Kauft doch Kagepudding. Kauft ihr, ja genau. So Sachen. Und, schauen wir mal. Dann nehme ich den Blitzschlief nicht mit, auch wenn der Erstschlag garantiert. Ich nehme die Endnuss mit, das Vergrößerungsgras, das wir jetzt auch upgraden werden. Das ist ein Muss bei dem Ding. So. Den EM-Pfirsich, die Zetrate brauchen wir auf alle Fälle. Und das Blöde ist der hier. Der macht mir Sorgen. Wir nehmen noch die Laserbohne mit. Wir werden zu futuristisch bleiben, Freunde. Und gehen jetzt mal richtig ans Eingemachte. So. Einmal hier und einmal da, weil ich werde hier auf alle Fälle jetzt hingehen und werde die Special-Felder nur für Sonnen nutzen. Zumindest die drei hier. So. Dass wir mit Dünger haben, dass wir schön Gas geben können. So, wo kommt der erste untote Veteran? Der kommt da unten. Wir setzen mir hier schon mal einen Unendnuss hin. Der kann sich mal schön geschillt hier durchfräsen. Mal leicht dezent. So, einmal da und einmal da. Perfekt. Das Sonnengras hebe ich mir mal auf, je nachdem, wo die aufschlagen. Dann setzen wir hier schon mal eine Doppelsonnenblume hin. Die brauchen wir jetzt. So, perfekt. Und schon mal 300 Sonnen. Das ist schön. Einmal hier noch. Da die nächste Unendnuss. Und hier werden wir schon mal reinfeuern. Ich muss nur acht geben, dass die uns aber das da oben leider nichts verringern. Das ist gut. Glücklicherweise nichts verringern, das ist gut. So, okay. Der muss da weg erstmal. Und Endnuss is coming. It's watching, it's coming to you. So, perfekt. Wir haben hier schon mal die nächste Doppelsonnenblume. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns ein bisschen hier absichern. Perfekt. So, da eine hin. Ja, das über die Kampfzwerge sind da. Das ist nicht gut für uns.
Dann machen wir einmal hier. Alter, voll die Sonnenparty. Geil. Nein! 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 Gut. Oh, oh, ist da noch eine. Ich hab's gar nicht gesehen. Verdammt. So, sehr schön. Die Unendnüsse, die bleiben auch so, wie ich gesehen habe. Das ist geil. Gefällt mir. Friss Sonnenenergie! So. Ah, die gehen doch nicht durch. Nein! Also müssen wir das so handhaben. Schade. Okay. Da kann wirklich schon die Laserbohne jetzt ran. Sehr schön. So, der ist down. Nice. Oh, das ist mies, ist das. Das ist mies. Sehr schön. Ja, das kann ein bisschen hart werden, ey. Das ist auch ganz schön hart gerade. Aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt, von den 6000 Sonnen. Und wir haben genug Schuss, um das hier durchzustehen. So, nur jetzt ist die große Frage. Wir müssen hier ein bisschen aufpumpen jetzt. Das heißt, wir setzen hier noch eine Zitrate. Die werden wir jetzt auch mal versteckt jetzt einsetzen. Um uns ein bisschen abzusichern. Damit wir nicht dauerhaft Sonnen hier verlieren. Weil ich hätte nämlich ganz gerne das Vergrößerungsgras, nämlich als absolute Notlösung. So, und die restlichen Sonnen, und damit hätten wir das Ding auch geschaukelt. Jawoll! Perfekt. So, das regeln wir so. Du machst mir nämlich richtig Gedanken sonst. Okay. So, Ziel erreicht, Leute. Damit sind mir die 6000 Sonnen schon mal voll. Alter, das war ja nicht gerade verkehrt eben, ey. Geil. Wir hatten halt nur Glück, dass hier wirklich die Dinge an den richtigen Stellen kamen, gell? Die schlocken wir jetzt aus. Schisch im Schacht, Baby. Jetzt noch schön mit der Endnuss. Reinfleischen. Ja, das ist böse. Diese Football-Zombies, die tun wirklich schon sein Schild kaputt schieben. Schieben. Schieben, genau. Machen so den Mastercode oder so, tippen die ein und dann sind sie weg vom Fenster, ey. Wäre auch geil. Ja, das, da müssen wir Acht geben, Leute. Weil diese Hundsgemann-Drecksviecher, die sind wirklich in der Lage, das Ultimum von der Unendnuss wirklich wegzuholzen. Könnte ein Problem werden. Deswegen müssen wir da vorsichtig rangehen. Und das Vergrößerungsgras ist geil im späten Late-Game. Aber ich habe eben gemerkt, im Früh-Game, also im Early-Game, ist es so eine Sache für sich. Aber egal, wir haben es gewonnen. Ist mir Win. Und da war sie wieder, die allseits beliebte Superwerbung, Baby. Okay. Überlebe den Niedergang von Sonnenbomben. Okay, das hatten wir jetzt auch ein paar Level lang nicht mehr. Für diejenigen, die es nicht wissen, in einem paar Parts vorher haben wir mit Sonnenbomben, das sind lilane Bomben, die von der Decke kommen. Die müssen wir nutzen für uns, um Sonnen zu generieren. Oder nutzen sie, um Gegner zu vernichten. Eine geile, aber extremst gefährliche Art zu kämpfen. Und, boah, wir haben es. Oh nein, wir haben den Scheißhaufen Zombie, also den Dance-O-Mart und also den Dance-Zombie-Mart und, boah, der macht mir jetzt Sorgen, weil der diese kleinen Dreckskugeln davor hier, der Major Gargantua. Okay. Wir nehmen wieder unser Vergrößerungsgras mit und ich nehme diesmal den Blitzschlief mit, weil er Erstschlag garantiert. Das kann uns den Pelz retten. Die Endnuss brauchen wir auf alle Fälle. Die Zitrate. Wir haben diesen anderen Zombie dann nicht, diesen Barriere-Zombie. Der ist nämlich böse. Wir nehmen hier den EM-Physisch mit, um den hier auszunocken, falls es soweit kommen muss. Und wir nehmen das W-Platt mit. Und ich würde sicherheitshalber schon mal sagen, wir nehmen jetzt auch die Kartoffelmine mit. Die könnten wir auch gebrauchen. So, sieht doch schon mal gut aus. Ist zwar nicht schön, aber es wird lustig. Auf geht's! Ui! Geil! So.
Und wir können leider nur mit Sonnenbomben agieren. Das sind die. Die können von Vorteil sein, die können aber auch einen riesen Nachteil geben. Vor allem, weil wir erst auf die warten müssen. Und das ist ja das Gefährliche. So, den lassen wir mal durchrennen. Ja, das ist nämlich das Problem. Theoretisch können wir es auch aktivieren. Ja, das macht dem Zombie aber nur Schaden, sobald er auf dem Feld ist. Und das ist ja das Gemeine. Naja, egal. Der kann jetzt erstmal hier krepieren. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, nach dem Tod werden wir von Pflanzen vernichtet, Alter. Ah, geil, ey. Geil. Ich würde aber ganz gerne hier Zitraten hinsetzen, weil die natürlich verteidigungsmäßig einen richtigen Boost geben, ne? So. Ja, die kann man hier schön bleiben. Die grinsen mir so freundlich. Das liebe ich so an denen. So, alles klar. Die nächste Zitrate können wir jetzt gleich setzen. Die setze ich jetzt mal hier hin. Weil unsere Mitte eigentlich recht gut gesichert ist, es sei denn. Nein. Ich bin schon gewundert. So, perfekt. Sieht doch schon mal für den Anfang recht gut aus. Ist nur die Frage, wie lang, weil ich kenne mich, das kann eigentlich nie lang gut gehen, sowas. Und eben mit Ekelhaft. Nice. Zack. So, aber nichts, was unser Blitz schlief, mit Erstschlaggarantie regeln kann, ne? Nice. Alter, ich sage, die Dinge sind übermächtig hoch 12. Wir haben ja gerade nicht sehr viele Pflanzen eigentlich, aber es lohnt sich im Moment. So, der Pylon da oben, der nervt. Der kann auch ein Problem werden, im schlimmsten Fall. So. Und der nächste. Beleben ist die Devise. Und das werden wir auch ganz stark einhalten. Oh nein, Alter. Die Mucke ist so geil. So richtig. Ey, wir sind in der fernen Zukunft. Das ist so eine richtige 80er Mucke, Alter. Das ist so hart. Ach, Mann, ey. Ach du Schade, dass die Erstschlaggarantie, wenn ich das setze, ob das fällt, dass die nicht die anderen auch aktiviert. Das wär geil natürlich. So, den locken wir mal aus. Das ist die gleiche Kartoffellinie hinterher. Ja, da ist eine durchgebrochen von denen. Das ist nicht schön. So, du da oben hin, weil der Blitz schlief da oben. Alter, jetzt ist schon mal aufgefallen, dass wir die ganze Mitte eigentlich nicht gesichert haben. Oh, Alter, wir sind gleich alles gegrillt, ey, wieder mal. Oh, ist das mies, ey, das ist so geil. Das ist einfach nur so geil. Alter. Ey, das ist der Hammer. Na komm, da haben wir den Rest, ist auch noch so platt, wenn wir schon dabei sind. Oh Mann, ey. Der hat unsere Zitrate weggebläset. Mieser Drecksack. Okay, damit wird das Level jetzt auch gedeichselt, Baby. Yeah. So. Bestehen Level 5 haben wir immer noch nicht gemacht. Okay, also bestehen Level 5, das wäre natürlich geil. Bestehen das nächste Level. Na gut, alles klar, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und da war die Werbung wieder mal am Start. Belebe und schütze die bedrohten Pflanzen für deine Zukunft, tanken 20 Ziele. Und ich sehe schon, wir haben Sternfrüchte. Geil, sind das unsere Sternfrüchte aus dem ersten Teil? Das würde ich jetzt mal interessieren, weil da brauchen wir eigentlich nicht viel zu machen. Das ist abartig. Okay, aber... Oh, ich weiß jetzt nicht, wenn die wegschieben, ob das auch dann gilt, als hätten wir die verloren. Das ist natürlich mies. Okay. Einmal. Dann brauchen wir wieder den hier, den hier, den hier und den hier. Ich will nämlich die ganze vordere Front nämlich mit denen schützen. EM-Pfirsich, falls es ekelhaft wird. Wir haben keine Shitpack-Zombies. Das ist geil. Aber...
Wir brauchen definitiv die... Ne, obwohl, wenn wir unsere Blitzschnee haben, brauchen wir die nicht. Wir brauchen was anderes. Was könnten wir denn noch dafür nehmen? Okay, wir bleiben bei der Taktik, Leute. Wenn wir schon dabei sind, haben wir so eingefleischt, nehmen wir auch gleich mal die Kartoffelmine mit. Es gibt eine höchst explosive Mischung. Wenn wir die hier vorne setzen, da hinten dran die Nüsse. Geil. So, einmal hier, weil die ist jetzt mal versetzt. So. Einmal dahin. Damit wir immer, wenn es zur Not dann, wenn es nötig wird, Dings setzen können. Ja, geil, das sind die Sternfrische aus dem ersten Teil. Aber das ist ja mal cool. Okay, da brauchen wir nicht viel zu machen, ey. Das ist echt geil. Ich setze Robson ja nun endlos hin. Um zum Schützen. Dann hier am Tisch schliefe beide rein. Damit die noch nachhelfen können. So, dann einmal hier. Wir brauchen auf alle Fälle Sonnen. Und da oben kommen schon gefälscht. Na, okay, ich sehe schon. Schlecht. Oh nein. Boah, ich wollte schon gerade sagen, das wäre jetzt natürlich böse gewesen. Und er hat ihn gefressen. Okay, das war jetzt richtig mies, weil da einfach diese Kampfzwerge da aufgetaucht sind. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich hasse sowas einfach. Okay, da halte ich mal einen Monolog und dann werde ich einfach von einer Werbung gestört. Das ist total geil. Gut, also konzentrieren wir uns erstmal darauf, hier vorne die zu schützen. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist nervig. Wir bleiben dabei. Das war eigentlich gar nicht so verkehrt, wie es gelaufen ist. Wir müssen nur jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Sachen schützen, weil wenn die hier wieder spawnen, das ist einfach so richtig mies, wenn die da spawnen. Das ist einfach nur richtig mies. Also müssen wir doch auf Sonnengras gehen für den Fall der Fälle. So, Drops jetzt mal Blitzschlief. So, die können sich ja für den Anfang noch ganz recht gut verteidigen. So, du da unten hin. Okay. Dahin. Zack. Das machen wir jetzt diesmal ein bisschen anders. Da gehen wir jetzt ganz gewitzt an die Sache ran. So, du dahin. Knallst den jetzt schon mal ab. Du machst jetzt schon mal das hier. Ah, verdammt, das ist schlecht. Ah, komm, mach ein Blatt. Jawohl, perfekt. Gut gerettet für den Anfang. Du kannst jetzt schon mal wieder weg hier. So, wunderbar. Trotzdem will ich jetzt eine Verstärkung nochmal einsetzen, gerne. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, die fressen sich hier durch. Okay. Ich brauche auf alle Fälle noch mehr Sonnen. Und eine von denen hat ganz schön Schaden erlitten schon. Nein, alle. Und zack. Jawohl. Nein! Ah, komm, das schafft ihr noch, oder? Jawoll! Okay, der EM-Physiker leistet schon mal richtig geile Arbeit. Schade, das war nicht ganz so gelaufen. Nein, Alter, der Pilotenzombie da oben wieder! Ey, das ist so gut gelaufen eben, wegen einem so babbischen Pilotenzombie, den ich eben nicht gesehen habe.
Oh, da hat mich gerade die Werbung wieder mal unterbrochen, wie ich gerade im Rätschen bin. Ey, wegen diesem babbischen Pylonen-Zombie, echt, ey, das ist ekelhaft. Der war da oben gewesen. Ich hab den nicht gesehen. Okay, also, die Kartoffelmine, so gern ich das auch machen, die geht jetzt erstmal raus. Ich brauche was Sinnvolleres gerade, was ein bisschen kostenuneffektiver ist und mir eventuell den Arsch retten könnte. So, die Kirschbombe. Ein alter Bekannter, der mich nie im Stich gelassen hat bis jetzt. So. Dann schauen wir mal. Mit 3 ist es natürlich auch so ein bisschen blöd, weil die nicht mit der Sonnenproduktion richtig hinterherkommen. So. Die dürften die auch so packen, dann mach ich mir keinen Kopf. Okay. Du kommst schon mal dahin. Du kommst schon mal dahin. Du kommst dahin. Ja, die treffen sich trotzdem, da positiv sind. Das ist geil. Schön, perfekt. Ich werde die Dinge jetzt auch nur einsetzen, wenn es wirklich da vorne kritisch werden sollte hier. Also, das ist sonst problematisch. Weil die kosten mir doch zu viel, ey. Jawoll. Zum Beispiel jetzt. Hier bei dem. Nein, 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 nein. Das ist scheiße, weil ich mit der Sonne schnell herkomme. Gut, dann andere Taktik. Boah, Mann, das sind so Stellen, die fucken mich einfach nur total ab dann. Ja, wie gesagt, das sind so Stellen, die fucken mich einfach nur total ab. Selbst wenn die Werbung mich dann unterbricht, bleibt alles so, wie es ist. Ich brauche mehr Sonne, das bringt alles nichts. Ohne mehr Sonne kommst du nicht weiter. So, Kirschbaum war auch wieder Arsch. Gut. Dann gehen wir mal auf die gute alte Knüppelkeile. Mit der rechten und der linken Hand des Teufels. Total geil. So, wir bleiben dabei. Jetzt sitzen wir hier mal ein bisschen versetzt. Sonnenblumen. Einmal da. Also so schön im Dreieck. So. Bleiben wir mal bei dem, was ich eben gesagt habe. Mit den Blitzschliefen. So. Ich möchte nur unsere Sonnenproduktion ein bisschen stärker ankurbeln, weil das ist sonst, das haben wir keine große Chance. Perfekt, das passt schon mal. So, wunderbar. Okay. Dann machen wir nämlich hier die Taktik, wie wir es sonst mal hatten. Ah, sehr gut, die locken die sogar weg. Was haben die eigentlich für ein Special? Geil! Alter, die sind immer hart. Und jetzt einmal so. Weil anders sehe ich kann vorankommen sonst. Boah, ist das ein Abfuck, Alter. Aber warum bin ich vorhin schon aufgekommen? Sehr schön. Ich glaube, wir haben gefunden, wie es funktionieren sollte. Könnte. So, wo ist meine Maus? Ah, da ist meine Maus. Vor allem, das kann man nur mit einem Ding machen. Das ist so geil. Das Gute ist, die Dinger schießen auch zurück. So, und jetzt gibt es erstmal Hauer, Alter. Bevor es überhaupt da rangeht, gibt es jetzt erstmal eine Schelle. Sein Tribut nicht bezahlt, jetzt gibt's Maul! Hey, ich liebe den Pack schon einfach, ich finde ihn geil. So. Das.
Ah, die verschieben die sogar. Das ist ja mal geil. Die verschieben sogar die Felder, Alter. Hammert. Wollen mich doch verarschen jetzt, oder? Jetzt mal wirklich mal ohne Ernst, Leute. Jetzt eben bin ich hier gefistet. Also eben brennt mir richtig der Schädel. Das, wir waren doch eben durch. Wir haben doch gewonnen. Das war doch 100 Pro wieder so ein verkackter Zombie oben, oder? So, jetzt reicht es wieder umgesichert wie ein Berserker, ey. Sorry für die kurze Unterbrechung. Wieder mal Werbung wie immer. Also da oben, der ist bis jetzt am meisten krepiert und der wird jetzt auch am meisten gesichert. So war mir strategiemäßig eigentlich ganz gut aufgestellt. So, das heißt, eine Unendnuss wieder nach vorne und die Packscholz brauchen wir. Das ist einfach mies einfach, ey. Ohne Witz. Das kann ja wohl nicht sein. Ich lass mich doch nicht vorführen. Also eigentlich wie immer, aber... Das ist ein Abfuck. Guck, dass wir mit unendlosen Schüssen, ey. Anders kriegen wir das nicht gebacken. Und da oben kommt die erste hin, das ist sicher. Schon wieder da oben. Ey, immer nur da oben in dem Eck. Ist euch das aufgefallen? Immer nur da oben in dem Eck, ey. Okay. Jetzt. Ja, sorry, Leute. Wollen wir schicken, Billy, mal so. Ja, immer da oben in diesem verkackten Dreckseck. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Warum immer da oben? So, treffen die da oben nichts oder was? Jetzt bin ich aber richtig angefressen. So, letzte Runde. Das hätten wir jetzt so schaukeln irgendwie, oder? Verdammt nochmal. Es ist immer nur die Pflanze da oben, wo jedes Mal krepiert. Die haben aber keine Durchschlagskraft und das ist das Schlimme. Wobei die eigentlich gar nicht so schlecht sind. So, da oben den schützen wir jetzt einfach, weil eben da oben, der fuckt dem schon meist ab gerade, echt. Ah, okay, ich verstehe, die Unendnuss tut immer irgendwie die Schilder machen, wegmachen. Sehr schön. So, jetzt schützen wir erstmal alles, ey. Bevor ich noch total den Rappel krieg. Ah, wenn der am Fressen ist, aktiviert das nicht, okay? Sehr schön. Das ist gerade gar nichts, das ist nice. Oh, Rundschlagparty. Geil.
Mann, der knüppelt einfach durch, durchs Ding, ey. Total geil. Total geil, ey. Leute, egal wie es war, wir haben es gepackt und ich hoffe, wir haben jetzt was erhalten, was sich auch lohnt, ey. Boah, war das mies. Das war richtig böse. Also das Level war jetzt wirklich herausfordernd. Weil, wenn die Pflanzen so weit vorne sind, ist es schon assi. Starte durch Tipp und halte manuell an Rasenmäher. Boah, wie geil ist das denn? Werden wir demnächst mal austesten. So, und kurz vor Ende nochmal eine schöne Werbung reingeklatscht gekriegt. Okay, sehr schön. Ich denke mal auch, mit den nächsten Leveln werden wir auch das Finale erreichen und wenn Dr. Zomboss endgültig, also Edgar, werden wir mal so richtig wieder Feuer geben können. Level 21 sind wir stehen geblieben. Okay. Wie gesagt, Arcadians, denkt dran. Sagt mir Bescheid, welche Pflanze ich denn diesmal für 100 Edelsteine holen soll. Und ich hoffe mal, dass es in der nächsten Runde besser wird mit den Art und Weise, wie ich am Zocken bin jetzt. Level 21 kann auch sein, dass wir hier wieder stecken bleiben im letzten Mal, dass wir das danach machen. Naja, entweder wird es länger. Oder es wird ein kürzerer Part. Hm. Kommt drauf an, das kann nur die Zukunft entscheiden. Die ferne, ferne Zukunft. Far, far away, bitch. Okay, Leute. Also, damit haben wir das Ding jetzt auch schon mal geschaukelt. Denkt dran, da kommt ihr auch zum nächsten Part. Links, rechts kommt ihr zum... Links kommt ihr zum alten Part, wo wir uns zusammen mit den anderen umgeboxt haben. Rechts kommt ihr zum neuen Part, in der Hoffnung, dass wir damit Zombos antreten können oder nicht. Werden wir sehen. Da oben auf dem Button könnt ihr abonnieren, beziehungsweise kommt ihr auf meinen Kanal vorbei. Und in diesem Sinne sage ich, wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Euer Kenny verabschiedet sich. Macht's gut und ciao. Ciao.